zehn Gebote unseres Herrn in einer Kurzversion. Keine anderen Götter habt neben mir, vor keiner Statue beuge dich hier. Missbrauche nicht Gottes heiligen Namen, den Sabbat halte nicht wie die Profanen. Gib Vater und Mutter die Ehre und Mord von deinen Händen wehre. Von Unzucht halt dich fern und rein und stiehl nicht, was dem anderen sein. Zum Lügen lass dich nicht verleiten, deines Nachbarn eigen sollst du meiden. This is the motto of the show Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true word of God, Bible-believing people who uphold the truth in Jesus Christ's name. Suffering at the hands of Rome, 'cause they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ is vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man, salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today, they offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. So, hallo, herzlich willkommen, moin moin, wie man so schön sagt, zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute geht es um die weitere Lesung des Buches Die Geschichte der Inquisition im Mittelalter von Henry Charles Lear in Band 1, Ursprung und Organisation der Inquisition. Und wir sind angekommen in Kapitel 2. Für diejenigen, die gerne mitlesen möchten, das befindet sich in diesem Taschenbuch, das ich habe, auf Seite 61. Zweites Kapitel, getitelt Die Häresie. Und wie das so schön ist in diesem Buch, ist das jedes Mal wieder unterverteilt in Unterkapitel oder Unternamen, die man da drunter geben kann, kleine Titel da drunter. Wir fangen an mit Das geistige Erwachen im 12. Jahrhundert. Und dann gibt es noch die Schilderung des Volkscharakters, das Wesen der Häresien, priesterfeindliche Häresien, Ungültigkeit der von unreinen Händen gespendeten Sakramente, Tantiem, Eudo von Stella, die Zivilisation im südlichen Frankreich, Peter von Breuß, Heinrich von Lausanne, Arnold von Brescia, Peter Valdes und die Waldenser, das wird ein sehr interessantes Kapitel, und Passagier, Josephiten, Ortlieber und Runkaria. In total geht das bis Seite 97. Oder Seite 98, da fängt dann das dritte Kapitel an. Wir werden natürlich jetzt heute nicht alles lesen. Ne? Ich mache ja niemals so eine lange Lesung. Ein ganzes Kapitel ist ja über 30 Seiten, das geht ja nicht.
Wollen wir auch gar nicht. Wollten nur mal eben sagen, mit welchen Dingen sich so das zweite Kapitel beschäftigt. Im ersten Kapitel hatten wir über die Kirche gelesen und jetzt lesen wir halt über die Häresie. Wobei ich noch mal eben vielleicht zurückkommen möchte auf den letzten Satz des ersten Kapitels. Eine solche Religion, also die Religion der römisch-katholischen Kirche, musste die Ketzerei hervorrufen. Eine solche Priesterschaft musste Empörung erwecken. Nur darüber muss man sich wundern, dass sie es so spät erst zum Ausbruch kam und nicht allgemeiner geworden ist. Aber da hatte ich ja letztes Mal schon reichlich drüber kommentiert, wie das mit der Häresie, was das damit auf sich hat. Deswegen lesen wir jetzt Kapitel 2, die Häresie. Die Kirche hatte sich, wie wir gesehen haben, von ihrem Ideal weit entfernt und war ihren Pflichten untreu geworden. Tja, doch sicher, wenn man davon ausgeht, dass wir es mit der Kirche Jesu Christi zu tun haben. Haben wir aber nicht. Das ist ein wichtiger Unterschied, den der Autor hier so nicht macht, den ich, wenn ich so ein Buch schreiben würde, ständig machen würde. Kann man gar nicht anders. Diese Kirche hat sich von ihrem Ideal weit entfernt? Nein, diese Kirche ist ihrem Ideal treu geblieben und hat das immer weiter verfeinert. Es ist halt nur nicht die Kirche Jesu Christi. Das muss man berücksichtigen bei solchen Sätzen. Nun sah die Kirche sich fast unerwartet von neuen Gefahren bedroht, fährt der Autor fort, und zwar in der Hochburg ihrer Macht selbst. Gerade in dem Augenblicke, wo sie einen vollständigeren Sieg über Könige und Kaiser davongetragen hatte, entstand ihr ein neuer Feind, das erwachte Gewissen der Menschen. An die Stelle der tiefen Unwissenheit des 10. Jahrhunderts, welche auf die dahinschwindende karolingische Zivilisation folgte, waren im 11. Jahrhundert allmählich die ersten schwachen Pulsschläge eines geistigen Aufschwungs getreten. Und schon im nächsten Jahrhundert lässt diese Bewegung die reiche und tiefe Entwicklung erkennen, welche Europa zur Heimstätte der Kunst, der Wissenschaft, der Gelehrsamkeit, der Kultur und der Zivilisation machen sollte. Aber mit dem Augenblicke, wo die Versumpfung des menschlichen Geistes aufhörte, erwachte auch der Zweifel und die Kritik. Als die Menschen anfingen, vernünftige Erwägungen anzustellen und Fragen aufzuwerfen, zu kritisieren und über verbotene Gegenstände nachzudenken, mussten sie den betrübenden Gegensatz zwischen der Lehre und der Praxis der Kirche sehen und mussten erkennen, wie wenig Religion und Kultur, wie wenig der Lebenswandel der Mönche und Priester und das Gelübde, das sie abgelegt hatten, im Einklang miteinander standen. Diesen Satz kann man doch heute in 2017 auch schreiben. Nur, während damals im 11. und 12. Jahrhundert die Leute aufgewacht sind, muss man sich die Frage stellen, warum sie mit den Mitteln, die sie heute haben, so tief im Schlaf sind. Warum das heute die Leute keine vernünftigen Erwägungen anstellen, warum sie heute keine Fragen aufwerfen, sondern sich von den Medien zulullen lassen und warum sie sich so autoritär lenken lassen, warum sie heutzutage nicht mehr kritisieren und nicht über verbotene Gegenstände nachdenken, was sie damals in der Zeit des Erwachens im 11. und 12. Jahrhundert wohl taten. Und dann, bitteschön, unter ganz anderen Umständen als heute. Technisch gesehen doch schon mal. Lebensumständlich gesehen doch schon mal. Und damals gab es keine öffentlichen Schulen und damals konnten die Leute auch nicht alle lesen. Und trotzdem haben sie sich Fragen gestellt, haben sie der Autorität oder haben sie die Autorität in Frage gestellt und haben sie gemerkt, wie wenig der Lebenswandel der Mönche und Priester, das Gelübde, das sie abgelegt hatten, im Einklang miteinander standen. Das sehen die Leute heute auch, aber es interessiert sie nicht. Und das ist der große Unterschied mit vor ein paar hundert Jahren. Damals interessierte die Leute das. Und die haben gesagt, ja, wenn das nicht in Einklang kommt, dann müssen wir das irgendwie in Einklang bringen. Oder wir müssen zumindest verstehen, warum es nicht im Einklang ist. Wir müssen verstehen, warum sie Tee predigen oder Wasser predigen, aber Sekt saufen, wie man so schön sagt. Das interessiert heute kein Schwein mehr. Und das ist das ganz große Problem in der Geschichte. Leute, die Geschichte wiederholt sich, sage ich immer wieder.
Und wir wissen es nur deswegen nicht, weil wir die ursprüngliche Geschichte nicht kennen. Hier bekommen wir jetzt aufgezeigt durch Henry Charles Lear, durch das geistige Erwachen im 12. Jahrhundert und auch schon davor im 11. Jahrhundert, durch das geistige Erwachen der Menschen, der damals, dass wir sehen, dass sich Fragen stellen, vernünftige Erwägungen anzustellen, Zweifel und Kritik zu äußern, dazugehört zu einem vernünftigen, geistigen, gesunden Menschenleben. Was wir heute in der Gesellschaft mitmachen, das ist weder geistlich gesund noch vernünftig. Das ist einfach nur Leute, die sich um ihren eigenen Dreck kümmern und die für den Rest sagen, nach mir die Sintflut. Solange ich mein Geld und mein Einkommen habe, interessiert mich der ganze Rest überhaupt nicht. Und ob ich im Einklang mit Gottes Gesetz lebe oder nicht, interessiert mich auch überhaupt nicht. Und das ist doch wohl ein wirkliches Problem, oder? Da geht's doch drum. Gott hat uns doch die Gebote gegeben, dass er die Seinen daran erkennt. Diejenigen, die sich an die Gebote halten, sind diejenigen, die Gott lieben. Hat Jesus Christus doch selbst gesagt im Neuen Testament, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Wo werden denn seine Gebote heute noch gehalten? Abgesehen jetzt mal von dieser ganzen lesbischen, schwulen und Transgender, was weiß ich nicht, Bewegung, drum und dran, wo werden seine Gesetze denn sonst noch gehalten? Du sollst keine Götter haben neben mir? Nee. Abgesehen von den Mammon, wie viele Götter haben die meisten nicht? Ach ja, Buddhismus ist ja alles ganz schön. Ach ja, Hinduismus ist auch ganz schön. Und die Islamisten, ja, Flüchtlinge willkommen, kommt mal rein, ihr könnt euren Gott mitbringen. Ist alles, meine ich, gar nicht weiter schlimm. Ich will jetzt die 10 Gebote gar nicht mehr ablaufen, aber das muss man sich doch mal, da muss man sich doch mal irgendwo die Frage stellen, haben wir denn diese Dekadenz, oder besser gesagt, die Strafe für die Dekadenz, die wir an den Tag legen, haben wir das ja nicht verdient? Wenn wir uns eben nicht an Gottes Gesetze halten, wenn wir uns eben nicht über irgendwelche Dinge Fragen stellen, wenn wir eben nicht in Frage stellen, warum widerspiegelt sich der Lebenswandel der Priester und der Kirche im Allgemeinen nicht in dem Gelübde, das sie abgelegt haben? Warum ist das nicht in Einklang zu bringen? Warum haben wir diese weltweite, diesen weltweiten Pädophilie-Skandal innerhalb der römisch-katholischen Kirche? Warum sind in den Vereinigten Staaten die Berufsgruppe, die am meisten AIDS hat, die römisch-katholischen Priester? Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Wenn man sich da nicht die Fragen drüber stellt, dann wacht man eben nicht auf. Und ich will noch mal eben einen anderen Punkt kurz anholen und dann lese ich gerne weiter. Im Augenblick schreiben wir den 16. September 2017, das ist wieder ein Sabbat, ne? Und es sind wieder viele Nachrichten im Moment unterwegs, die gehen über die globale Erwärmung, ja? Die Veränderung des Klimas, wie das so schön heißt. Natürlich auch mit den letzten Hurricanes, die in Amerika gewesen sind, wobei das so lange die größten waren. Da gibt es ein Video von Presence of God Ministry, von Nicholas, von diesem SDR, der mal aufgelistet hat, dass andere Hurricanes und so weiter in den letzten Jahren noch viel größer und viel schlimmer waren. Aber es geht halt darum, wie es in den Medien gebracht wird und welche Lügen sie uns da alle drin erzählen. Aber eben diese Klimalüge. Es gibt selbst noch Artikel, ich glaube aus der New York Times oder was weiß ich nicht wo, rund 1975, das könnt ihr ja gerne im Internet mal nachrecherchieren, wo gesprochen wird von einer globalen Kühlung, von einer kommenden Eiszeit, wie ich schon immer gesagt habe. Das wurde mir damals in der Schule gelehrt, da war ich 9 Jahre alt. Und ich weiß das heute noch, bin inzwischen 51, trotzdem weiß ich das noch. Ja? Und die Leute stellen sich die Frage nicht mehr, wie denn vor 40 Jahren eine Abkühlung der Erde gelehrt werden konnte und eine kommende Eiszeit und heute eine Erwärmung. Nur, wenn man jetzt die Worte Abkühlung und Erwärmung mal weglässt, die Konsequenzen, die daraus gezogen wurden von den Leuten, die das gelehrt haben, waren dieselben. Die haben damals dieselben Schritte vorgeschlagen, um die globale Kühlung gegenzugehen, mit denselben Vorschlägen, mit denen sie heute gegen die globale Erwärmung vorgehen. Komisch, ne? Man kann also das Kühlen mit derselben Maßnahme bekämpfen wie das Erwärmen. Da ging es auch um CO2. Und wenn man sich das halt mal naturwissenschaftlich wirklich ohne jetzt Gehirn gewaschen von diesem jesuitischen Lernen gegen das Lernsystem anschaut,
dann weiß man, dass CO2 ein lebensnotwendiges Gas ist, das Pflanzen und Pflanzen und andere Lebensformen brauchen, um zu leben und zu gedeihen und zu wachsen und sich zu entwickeln. Ja? Und genau das Gas wird verteufelt. Warum? Weil der Mensch verteufelt wird. Ja? Und weil der Mensch verteufelt wird, warum wird der Mensch verteufelt? Weil der Teufel den Menschen hasst. Er wollte sich selbst zu Gott aufschwingen und hat dem Menschen versprochen, dass der Mensch sein wird wie Gott. Dabei konnte er sich selbst noch nicht mal zum Gott machen. Also, Entschuldigung für diese kleine Abweichung hier, aber wenn ich hier lese, dass die Menschen damals im 11. und 12. Jahrhundert anfingen, vernünftige Erwägungen anzustellen, Fragen aufzuwerfen, zu kritisieren und die betrübenden Gegensatz zwischen der Lehre und der Praxis der Kirche zu sehen und dass sie erkannten, wie wenig Religion, Kultur und der Lebenswandel der Mönche und der Priester mit dem Gelübde, das sie abgelegt hatten, in Einklang miteinander standen, wenn sie sich damals die Frage stellten, in einer Welt, die ja gar nicht zu vergleichen ist mit einer Welt, in der wir heute leben, dann frage ich mich doch nur, warum erkennen die Menschen das heute nicht? Und möchte eben mit diesem Video auch dazu aufrufen, dass man sich eben da mal Gedanken drüber macht. Also der Autor fährt dann fort. Sogar die blinde Ehrfurcht, welche Generationen den Lehren der Kirche entgegengebracht hatten, wurde allmählich erschüttert. Ein Buch wie Abelards Sic et Non, in dem die Widersprüche zwischen der Tradition und den Dekretalen erbarmungslos aufgedeckt wurden, war nicht nur das Anzeichen einer geistigen Beunruhigung, die allmählich zur Empörung ausreifen musste, sondern bildete auch eine fruchtbare Quelle für zukünftige Gefahren, indem es die Saat für spätere Nachforschung und Missachtung ausstreute. Vergebens versuchte auf den Befehl der römischen Kurie Gratian in seiner berüchtigten Concordantia Discordantium Canonum den Nachweis zu führen, dass die Widersprüche versöhnt werden könnten und dass das kanonische Recht nicht lediglich eine wirre Masse von Regeln wäre, die den Bedürfnissen des Augenblicks ihre Entstehung verdanken, sondern ein harmonisches Ganze von geistigen Gesetzen. Das verhängnisvolle Wort war gefallen, und die Bemühungen der Glossatoren, eines Magister Sententiarum, eines Dr. Angelicus und des kanonischen Rechtes mit all ihren dialektischen Kunstgriffen, konnten niemals mehr den Gemütern das frühere, ruhigere und ungetrübtere Vertrauen zu der göttlichen Inspiration der Ecclesia Militans wiedergeben. Wenn auch die Zahl der Angreifer noch klein und ihre Angriffe nur vorübergehend waren, so zeigt doch die Zahl der Verteidiger und der Nachdruck ihrer Verteidigung, dass man die Gefahr erkannte, welche dem endlich hier und da aus seinem Schlummer erwachten Geist der Kritik innewohnte. Dieser Geist hatte einen mächtigeren Antrieb von der Schule zu Toledo empfangen, wohin abenteuerlustige Studenten strömten, um dort gleichsam an der Quelle die arabische, griechische und jüdische Gelehrsamkeit in vollen Zügen trinken zu können. Antichrist Papst Silvester II. Hatte einst in der Finsternis des 10. Jahrhunderts, als er noch Gerberat von Aurillac war, den unheimlichen Ruf eines Zauberers durch seine eifrigen Studien in verbotener Wissenschaft an jenem Mittelpunkt geistiger Tätigkeit erlangt. Um die Mitte des 12. Jahrhunderts hatte Robert von Retinet auf das Drängen des Petrus Venerabilis von Cluny eine Zeit lang seine Studien in der Astronomie und Geometrie beiseite gesetzt, um den Koran zu übersetzen und um so seinem Patron die Widerlegung der Irrtümer des Islam zu ermöglichen. Die Werke des Aristoteles und Ptolemäus, Abu Bekr, des Avicenna und des Al-Farabi und zuletzt die des Averroes, wurden ins Lateinische übersetzt und mit unglaublichem Eifer in allen christlichen Ländern abgeschrieben. Auch die Kreuzfahrer brachten Bruchstücke der antiken Wissenschaft mit nach Hause, die ebenso warm aufgenommen wurden.
Freilich war unter diesen neu ausgegrabenen Schätzen die wahrsagende Astrologie der Hauptgegenstand des Studiums und der Betrachtung, aber ein Beweis für den Ernst, mit welchem auch fruchtbarere Gegenstände geprüft wurden, und für die Gefahr, die durch diese Studien der Orthodoxie erwuchs, ist die Tatsache, dass die Werke des Aristoteles an der Universität Paris wiederholt verboten und ihr Gebrauch unter Anklage gestellt wurde. Noch bedrohlicher für die Kirche war das Wiederaufleben des römischen Zivilrechts. Mag dieses nun veranlasst sein, durch die Entdeckung eines Manuskripts der Pandekten zu Amalfi oder nicht, auf alle Fälle ist der Eifer unbestreitbar, mit dem das römische Zivilrecht von der Mitte des 12. Jahrhunderts ab in allen Zentren der Gelehrsamkeit studiert wurde. Die Menschen fanden zu ihrer Überraschung heraus, dass es ein System der Rechtsprechung von wunderbarer Harmonie und scharfsinniger Anpassung des Rechts enthielt, welches dem schwerfälligen, konfusen Kirchenrechte und den barbarischen Volksrechten unendlich weit überlegen war. Denn dieses System gründete sein Ansehen auf das unwandelbare Recht, wie es durch den Herrscher vertreten wurde, und nicht auf einen Kanon oder eine Dekretale, auf einen Papst oder ein Konzil oder gar auf die Heilige Schrift. Der Scharfsinn des, zwischen Anführungsstrichen, heiligen Bernhard irrte sich nicht, als er schon im Jahre 1149 die Gefahr der Kirche erkannte und beklagte, dass die Gerichtshöfe mehr von den Gesetzen Justinians als von denen Gottes widerhalten. Na, die Gesetze Justinians, darüber habe ich mal mit meinem Bruder Robert Newman 4 Sendungen gemacht, also nicht über das Gesetz Justinians im Allgemeinen, sondern über das Gesetz im Allgemeinen, worunter auch das justinianische Gesetz erwidert wurde, das an der Basis liegt des römischen Rechts. Und dass dieses römische Recht natürlich in das römisch-kanonische Recht aufgegangen ist. Da haben wir 4 Sendungen in Hour of the Truth drüber aufgenommen. Und das war schon ganz interessant. Aber ich denke, dass wir hier auf einen anderen Satz nochmal eben, eingehen muss. Denn dieses System, schreibt der Autor hier, gründete sein Ansehen auf das unwandelbare Recht, wie es durch den Herrscher vertreten wurde, also einen Menschen, ja, den Cäsar, und nicht auf einen Kanon oder eine Dekretale, auf einen Papst oder ein Konzil oder gar auf die Heilige Schrift. Nun, weshalb möchte ich hier nochmal drauf eingehen? Weil der Autor hier das Recht, dieses römische Recht, vergleicht damit, wie es eigentlich konträr gegenübersteht, gegenüber einem päpstlichen Kanon oder einem römisch-katholischen Kanon, einer Dekretale, also einer päpstlichen Dekretale, einem Papst selbst oder ein Konzil und sogar auf die Heilige Schrift. Ich möchte mir in diesem Zusammenhang einfach verbieten, dass wir hier den römischen Kanon, päpstliche Dekretale, den Papst oder ein Konzil und die Heilige Schrift in einem Atemzug nennen. Das passt für mich gar nicht. Denn, wie der Autor gesagt, dieses System gründete sein Ansehen auf das unwandelbare Recht, wie es durch den Herrscher vertreten wurde, also den Cäsaren, den Herrscher Roms. Das kann ja alles durchaus sein, das finde ich aber überhaupt nicht erstrebenswert, weil das Recht, das uns unser Herrgott gegeben hat, das ist das Recht, auf das wir uns berufen sollten. Jetzt könnt ihr natürlich die Frage stellen, ja, welches Recht haben wir denn überhaupt von unserem Herrn bekommen? Das ist ein Thema, da kann man ein ganz eigenes Video drüber machen. Unter anderem, wenn man sich die Vereinigten Staaten von Amerika anguckt, die zu ihrer Gründung ja auch in ihre Konstitution mit reingeschrieben haben oder in ihre Unabhängigkeitserklärung mit reingeschrieben haben, dass der Mensch mit bestimmten unabsprechbaren Rechten ausgestattet wurde. Von diesen Rechten lese ich in der Bibel gar nichts. Was ich in der Bibel lese, ist, dass der Herr sagt, der Mensch ist geboren in Übertretungen und Sünde. Das lese ich. Und wenn ich von irgendwelchen Rechten spreche in der Bibel, dann spreche ich eher von irgendwelchen Pflichten. Das sind dann nämlich die 10 Gebote. Es sind meine Pflichten, diese 10 Gebote zu halten, das Gesetz Gottes. Ich spreche nicht von irgendwelchen Rechten, die der Mensch hat. Der Mensch hat keine Rechte.
Der Mensch hat Pflichten und Aufgaben und das ganze Leben des Menschen soll daraufhin gerichtet sein, dem Herrn zu dienen. Dem Herrn, der ihn erschaffen hat und nicht dem Herrn in Rom. Das mal eben ganz nebenbei. Der Herr in Rom sagt das natürlich anders, ne? Dass wir ihm dienen sollen. Aber deswegen möchte ich doch hier mal ganz deutlich eben den Unterschied machen zwischen Kanon, Dekretale, Papst, Konzil und Heilige Schrift. Das möchte ich so in einem Atemzug nicht genannt haben, sondern da möchte ich bitte einen Unterschied von machen. Auf der nächsten Seite, auf Seite 64, fährt der Autor fort, um die Wirkung völlig zu begreifen, welche diese geistige Bewegung auf das Denken und Fühlen des Volkes ausübte, müssen wir uns soziale Verhältnisse vorstellen, die in mancher Hinsicht von den unsrigen gänzlich verschieden waren. Und hier bitte bei berücksichtigen, liebe Zuhörer, wir sprechen hier von Henry Charles Lear, wenn er das Buch schreibt, 1880er Jahre, wo wir natürlich wieder einen Unterschied haben in den sozialen Verhältnissen gegenüber 1880 und heute 2017, wenn wir dieses hören, oder 2018, wenn noch einmal dieses Video rauskommt, weiß ich gar nicht. In zivilisierten Ländern haben feste Einrichtungen die Menschen nicht nur den Gesetzen und Gebräuchen unterwürfiger gemacht. Ist das nicht ein wichtiger Satz, wo man gar nicht mal so eben drüber lesen sollte? In zivilisierten Ländern haben feste Einrichtungen die Menschen nicht nur den Gesetzen und Gebräuchen unterwürfiger gemacht, sondern es haben dort auch die Ausbreitung des Wissens und der durch Generationen sich hinziehende geistige Fortschritt der Vernunft zur Herrschaft verholfen und den verderblichen Einfluss beseitigt, den plötzliche Aufregungen leicht zur Folge haben. Also ich finde ganz einfach den ersten Teil dieses Satzes wunderbar, muss ich nochmal wiederholen. In zivilisierten Ländern, und ich möchte dieses zivilisierte Länder jetzt gerne mal in Anführungsstriche tun, ja, in zivilisierten Ländern haben feste Einrichtungen die Menschen nicht nur den Gesetzen und Gebräuchen unterwürfiger gemacht. Der Autor sagt hier selber. Was heißt also mit anderen Worten Zivilisation? Dass ich mich Gebräuchen und Gesetzen unterwerfe. Das ist zivilisiert. Und zwar sprechen wir hier von menschlichen Gebräuchen, Traditionen und menschlichen Gesetzen. Das nennt der Autor zivilisiert. Mit allen Folgen davon, wie wir auch im weiteren Studium dieses Buches wohl noch lesen werden. Nun, er fährt fort. Wohl haben wir auch in neueren Zeiten in Ausbrüchen, wie zum Beispiel der Revolution von 1789, also die Französische Revolution, die Möglichkeit einer Volkswut gesehen, bei welcher die Vernunft durch die Leidenschaft verdrängt wurde. Jetzt muss ich nochmal eben natürlich dazu schreiben, Henry Charles Lear war sich wohl nicht der Tatsache bewusst, dass die Französische Revolution von 1789 von, zwischen Anführungsstrichen, Illuminaten gesteuert war, also mit anderen Worten, eine Bewegung gesteuert von den Jesuiten war. Muss man sich immer im Hintergrund im Kopf behalten. Da ging es ja nur um einen Umsturz in Frankreich, um eben mehr oder weniger die Herrschaft, die Feudalherrschaft abzuschaffen und eine Republik zu gründen und die man daneben auch unterwandern musste. Aber da will ich jetzt gar nicht zu abschweifen. Aber die Revolution von 1789, da hat man die Möglichkeit einer Volkswut gesehen und das ist ja nun ziemlich deutlich, wo viele Köpfe gerollt waren durch die von einem Jesuiten übrigens erfundene Guillotine, bei welcher die Vernunft durch die Leidenschaft verdrängt wurde. Wenn Leidenschaft in den Straßen regiert, dann kommen solche Dinge zustande wie die Französische Revolution. Und das ist nicht gerade biblisch. Da möchte ich nochmal eben dran erinnern, weil wir dürfen ja nicht vergessen, der Kanal Hour of the Truth, Stunde der Wahrheit, die Arbeit von mir, Joggler66, hat ja vor allen Dingen damit zu tun, um uns eben immer wieder in Erinnerung zu rufen, dass die Bibel das höchste Gut ist, das wir hochhalten sollten. Und nicht irgendwelche Bräuche oder Gesetze von Menschen. Und gerade die Tollheit der Schreckensherrschaft gibt ein ziemlich klares Bild
von den heftigen Aufregungen, denen die Völker des Mittelalters sowohl im guten wie im bösen Sinne unterworfen waren. So erklären sich die überraschenden Gegensätze, welche diese Periode so malerisch machen und das tägliche Einerlei des Lebens mit glänzenden Ausbrüchen der erhabensten Begeisterung oder mit hässlichen Taten wilder Brutalität ausstatten. Noch nicht an Selbstzucht gewöhnt, zeigt sich die kräftige Männlichkeit dieser Zeit in ihrer ganzen Größe wie in ihrer ganzen Kleinheit, indem sie bald an Wehrlosen grausame Rache nimmt, bald sich mit Freuden im Dienste der Humanität opfert. Ausbrüche wahnsinniger Erregung pflanzen sich fort von Land zu Land und schrecken die Völker aus ihrer Lethargie auf, um sie in blinder Leidenschaft zu den unmöglichsten Unternehmungen aufzustacheln. Zu Kreuzzügen, die die Gebeine der Christen auf dem Sande Palästinas bleichen ließen, zu den wilden Exzessen der Flagellanten, zu den zwecklosen Wanderungen der Pastoureaux. In dem tiefen und hoffnungslosen Elend, in welchem die Masse des Volkes schmachtete, war das unruhige Gefühl stets vorherrschend, dass das Erscheinen des Antichristen, das Ende der Welt und der jüngste Tag nahe bevorstehe. Bei dem beklagenswerten Zustande der Gesellschaft, die durch unaufhörliche wilde Nachbarkriege zerrissen war und deren Boden unter den eisernen Hufen der Feudalherrschaft zitterte, lag es nahe, dass der gemeine Mann die Herrschaft des Antichristen für nahe bevorstehend hielt und dass er jeden Wechsel willkommen hieß, der seine traurige Lage kaum verschlechtern, wohl aber möglicherweise verbessern konnte. Da muss ich mal eben einwerfen, der gemeine Mann, der damit rechnete, dass die Herrschaft des Antichristen nahe bevorsteht, der gemeine Mann hätte natürlich, wenn er im Besitz der Bibel gewesen wäre und in eine Kirche gehen würde, in der die Priester die Wahrheit predigen würden, längst erkennen können, dass sie bereits unter dem Joch des Antichristen seit Jahrhunderten lebten. Dazu, fährt der Autor fort, dazu kam, dass die unsichtbare Welt mit ihrer geheimnisvollen Anziehungskraft und ihrem furchtbaren Reiz einem jeden wie eine greifbare Wirklichkeit stets gegenwärtig war. Teufel waren allzeit um ihn, die ihn mit Krankheit schlugen, sein armseliges kleines Kornfeld oder seinen Weinberg zugrunde richteten und seine Seele ins Verderben lockten, während andererseits Engel und Heilige stets bereit waren, ihm zu helfen und seine Gebete zu erhören und sich für ihn zu verwenden am Throne der Gnade, an den er sich unmittelbar nicht zu wenden wagte. Unter einer solchen für äußere Eindrücke stets empfänglichen, leicht erregbaren und abergläubischen Menge, die nur langsam zum Licht der Aufklärung erwachte, sollten Orthodoxie und Heterodoxie, die konservativen und fortschrittlichen Kräfte, die Schlacht liefern, ohne dass eine von beiden einen dauernden Sieg zu gewinnen vermochte. Die neue Form, welche die moderne Zivilisation und Aufklärung annehmen sollte, ist erkennbar an der Tatsache, dass die Ketzereien, welche die Kirche bis auf ihren Grund erschüttern sollten, nicht mehr, wie ehemals, lediglich spekulative Spitzfindigkeiten waren, die im Laufe der allmählichen Entwicklung der christlichen Lehre gelehrte Theologen und Prälaten aufgestellt hatten. Wir haben es hier nicht zu tun mit Männern wie Arius oder Priscillian, wie Nestorius oder Eutyches, nicht mit Gelehrten und Geistlichen, die die Kirche mit Lärm ihrer Disputationen erfüllten. Die hierarchische Organisation war zu vollkommen und das theologische Dogma zu gründlich befestigt, um derartiges zuzulassen. Und die wirklichen oder scheinbaren gelegentlichen Verirrungen der Scholastiker, wie die des Berenger von Tours, des Abelard, des Gilbert de la Porée, des Petrus Lombardus und des Vollmar von Triefenstein, wurden schnell von der Wucht des festgefügten kirchlichen Systems erdrückt. Auch waren es mit verschwindenden Ausnahmen nicht die regierenden Klassen, die von der Ketzerei ergriffen wurden. Denn das Bündnis, das Kirche und Staat geschlossen hatten, um das Volk in Unterwürfigkeit zu halten, war vom Römischen Reiche übernommen worden. Bang! Hier muss ich doch mal eben stoppen. Ein derart wichtiger Satz, der in meiner Lesung von Rulers of Evil, Herrscher des Bösen vorkam,
der in meiner Lesung von Alle Wege führen nach Rom vorkam, der in meiner Lesung von Die verborgene Geschichte der Jesuiten mehrmals vorkam, der jetzt von Henry Charles Lear in diesem Buch Die Geschichte der Inquisition wieder vorkommt. Ich wiederhole nochmal, für alle Deutlichkeit, versteht diesen Satz bitte richtig, hört gut zu. Auch waren es, mit verschwindenden Ausnahmen, nicht die regierenden Klassen, die von der Ketzerei ergriffen wurden, denn das Bündnis, das Kirche und Staat geschlossen hatten, um das Volk in Unterwürfigkeit zu halten, war vom Römischen Reiche übernommen worden. So, da muss ich mir hier jetzt mal wirklich ein Zinken in das Buch machen, dass wenn ich das Video mache bei 32 Minuten, dass ich dieses Bild einblende von Papst und Angela Merkel, wo der eine sagt, halt du sie dumm und wir halten sie arm. Genau so ist das nämlich. Das Bild muss ich hier in das Video reinkleben. Hier wird wieder einmal ganz deutlich geschrieben, das Bündnis, das Kirche und Staat geschlossen hatten, also dass Staat und Kirche eben nicht separat sind, sondern eine Einheit bilden. Mit welchem Zweck? Um das Volk in Unterwürfigkeit zu halten. Und genau das, wie der Autor hier schreibt, war vom Römischen Reiche übernommen worden. Also ist das auch hier in diesem Satz wieder einmal der eindeutige, zweifelsfreie Beweis, dass die römisch-katholische Kirche ein politisches System ist, das aus dem heidnischen Römischen Reich hervorgekommen ist und das dieselbe Politik anbehält, wie sie es Jahrhunderte davor bereits getan hat. So einfach ist das. Und dieser eine Satz am Ende von Seite 65 bestätigt uns das, was ich bereits in anderen Büchern vorgelesen habe und was man mit ein wenig Selbststudium ja auch selbst rauskriegen kann. Und wenn man sich ein wenig kritisch verhält, wie wir vorhin gelesen hatten, wenn man vernünftige Erwägungen anstellt, wenn man lernt zu kritisieren und über verbotene Gegenstände nachzudenken, wie damals im 11. und 12. Jahrhundert, dann kann man, auch wenn man diesen Satz gelegen hat, dahinter kommen, dass in unserer Welt, in der wir heute leben, es eben immer noch so ist, dass Kirche und Staat ein Bündnis geschlossen haben, um das Volk in Unterwürfigkeit zu halten, und das war genau wie im alten Rom. Wisst ihr, wer das nur nicht verändern will? Diejenigen, die oben sitzen. Die wollten es damals nicht verändert haben, die wollten es heute nicht verändert haben und die wollen es auch in der Zukunft nicht verändert haben. Weil wenn ich oben sitze und wenn ich reich bin und wenn ich andere Leute unterdrücken kann, die Position will ich nicht aufgeben. Und genau so ist unsere Gesellschaft geschnitzt. Und zwar die Gesellschaft, von der wir hier lesen im 12. Jahrhundert, wo sie aufwachen, aber auch die Gesellschaft im 21. Jahrhundert, in dem wir heute leben. Das Bündnis, das Kirche und Staat geschlossen hatten, um das Volk in Unterwürfigkeit zu halten, war vom römischen, heidnischen Reiche übernommen worden. Und wie sehr auch Monarchen wie Johann von England, also König John, wie er den wahrscheinlich eher kennt, oder Kaiser Friedrich II. Die Anmaßungen der Kirche bekämpften, so wagten sie es doch nie, das gemeinsame Fundament zu lockern, auf dem nicht nur die Rechte der Kirche, sondern auch ihre eigenen drohten. Ja, ich säge doch nicht an dem Ast, auf dem ich sitze. Ich beiße doch nicht die Hand, die mich füttert. Gewöhnlich war die Ketzerei, bevor die Adligen sich damit abgaben, schon lange gründlich unter dem Volk verbreitet worden, wie wir in Languedoc und in der Lombardei noch sehen werden. Die Schläge, welche der Hierarchie wirkliche Gefahr brachten, wurden von unbekannten Männern geführt, die unter den Armen und Bedrückten arbeiteten und in ihrem Elende und ihrer Erniedrigung fühlten, dass die Kirche ihrer Aufgabe untreu geworden war, sei es infolge der Verweltlichung ihrer Diener oder infolge der Mängel ihrer Lehrer. Ebenso wie sich damals Christus an die verlorenen, von den Rabbinern vernachlässigten und verachteten Schafe Israels gewandt hatte, um sie in die Hürde zu bringen,
So fanden auch jene bereitwillige und eifrige Zuhörer unter den zahllosen Opfern der Feudalherrschaft. Die Häresien, die sie lehrten, zerfallen naturgemäß in zwei Klassen. Auf der einen Seite haben wir Sektierer, welche an allen wesentlichen Punkten der christlichen Lehre festhalten und sich lediglich auf die Verwerfung des Priesteramts beschränken. Auf der anderen Seite haben wir die Manichäer. Indem wir diese Ketzer mit ihrem wechselvollen Schicksal an uns vorüberziehen lassen, dürfen wir nicht vergessen, dass unsere Kenntnis über sie fast ausnahmslos aus den Schriften ihrer Gegner und Verfolger geschöpft ist. Abgesehen von einigen waldensischen Traktaten und einem einzigen Rituale der Katharer ist die Literatur der Heretiker gänzlich untergegangen. Uns bleibt nichts anderes übrig, als ihre Lehren zum größten Teil den Schriften zu entnehmen, durch die man dieselben zu widerlegen oder den Hass des Volkes gegen sie zu erwecken suchte. Und ihre Kämpfe und ihr Schicksal lernen wir nur aus den Schriften ihrer erbarmungslosen Gegner kennen. Ich werde kein Wort zu ihrem Lobe sagen, das nicht auf den Zugeständnissen oder Anklagen ihrer Feinde beruht. Und wenn ich einige der gegen sie geschleuderten Verleumdungen zurückweise, so geschieht es lediglich deshalb, weil die bewusste oder unbewusste Übertreibung hierbei so augenscheinlich ist, dass sie jedes geschichtlichen Wertes entbehrt. Im Allgemeinen dürfen wir von vornherein unsere Sympathie denen zuwenden, die bereit waren, für das, was sie für Wahrheit hielten, Verfolgung zu dulden und dem Tode ins Antlitz zu schauen. Ja, da möchte ich noch mal eben bei bemerken, dass der Autor hier sagt, im Allgemeinen dürfen wir von vornherein unsere Sympathie denen zuwenden, die bereit waren, für das, was sie für Wahrheit hielten, Verfolgung zu dulden und den Tod ins Antlitz zu schauen. Wir sollten im Allgemeinen denjenigen unsere Sympathie zuwenden, die bereit waren, für das Wort Gottes zu sterben. Das sind wirkliche Märtyrer. Das sind wirkliche Heilige. Das sind diejenigen, die das Wort Gottes in Händen halten, die das Gesetz Gottes in Händen halten und die damit keine Kompromisse eingehen. Denn, fährt der Autor fort, bei der Verderbnis, wie sie damals in der Kirche vorhanden war, kann man sich nicht denken, dass, wie die orthodoxen Gegner annahmen, jemand deshalb aus dem Verband der Kirche austrat, um seinen ungeordneten Leidenschaften freier frönen zu können. Tatsächlich geben ja auch, wie wir gesehen haben, die höchsten Autoritäten der Kirche selbst zu, dass diese ärgerniserregenden Zustände derselben die Ursache, wenn nicht die Rechtfertigung der Ketzerei waren. Ein Inquisitor, der sich energisch an der Unterdrückung der Häresie beteiligte, zählt zu den wirksamen Gründen ihrer Ausbreitung das entartete Leben der Geistlichen, ihre Unwissenheit, die sie sogar zum Predigen falscher und frivoler Dinge verleitete, ihren Mangel an Ehrfurcht gegen die Sakramente und den Hass, den sie allgemein den Leuten einflößten. Ein anderer teilt uns mit, dass die wichtigsten Beweisgründe der Ketzer dem Stolz, dem Geist, dem unreinen Leben der Kleriker entnommen seien. Nach dem Berichte des Bischofs Lukas von Tui, der viel Mühe auf die Widerlegung der Ketzerei verwandte, wurde dies alles noch gesteigert durch erlogene Wundergeschichten, wodurch die Ketzer die Riten der Kirche und die Schwäche ihrer Diener in ein falsches Licht hätten setzen wollen. Aber wenn dem so wäre, dann wäre doch die Erfindung solcher Wundergeschichten höchst überflüssig gewesen, denn die Ketzer konnten unmöglich etwas erfinden, was schauderhafter war als die Wirklichkeit, wie sie von den entschiedensten Vorkämpfern der Kirche festgestellt wird. Nicht viele Kontroversschriftsteller waren so dreist wie der gelehrte Verfasser des Traktats, der unter dem Namen Peter von Pillichdorf geht. Gegenüber den Beschuldigungen der Heretiker, die katholischen Priester seien Hurer, die katholischen Priester seien Wucherer, Trunkenbolde, Spieler und Betrüger, erklärt er ganz dreist, Zitat: Nun, was soll das? Trotz allem sind sie Priester, und der schlechteste Mensch, der ein Priester ist, ist würdiger als der heiligste Laie. War nicht auch Judas Iskariot wegen seiner Apostelwürde mehr als Nathanael, wenn er auch weniger heilig war? Ende Zitat. Also hier sagt der
Peter von Pillichdorf, dass egal, was einer macht, wenn er im heiligen Stand ist, im Klerus ist, er noch so verdorben sein kann, aber er immer noch besser oder würdiger ist als der heiligste Laie. Da könnt ihr euch ja eure eigenen Gedanken zu machen. Der Inquisitor und Troubadour Isarn sprach nur eine allgemein anerkannte Wahrheit aus, als er behauptete, dass kein Gläubiger zur Ketzerei der Katharer oder der Waldenser verführt werden könne, wenn er einen guten Seelsorger neben sich hätte. Janu Faka Christens Hereti Nibaudes si agues bon pastor celur contradices. Was auch immer das genau heißen möge, in dieser deutschen Ausgabe sind die Zitate, die in Latein gedruckt sind, nicht übersetzt ins Deutsche. Und ich mache mir meistens die Mühe nicht, werde aber mal eben nachschauen, ob ich das hier zumindest ansatzweise übersetzen kann. So, ja, das klang schon ein wenig merkwürdig, dass ich sagte, Latein, das ist kein Latein, das habe ich jetzt gerade mit Google Translator festgestellt, das ist Katalans, also Katalonisch, ja, die Sprache, die man da im Norden von Frankreich, im Norden von Spanien und Süden von Frankreich spricht. Jano Fara Cresens Heretien ni Baudes, si agues pon pastor celur contradices, also eine Art Spanisch im Grunde. Und mit Google Translate heißt das, nicht mehr wirst du dein Erbe erhöhen, wenn du einen guten Hirten hast, der im Widerspruch lauert. Also, nochmal eben auf den Satz zurückkommen. Der Inquisitor und Troubadour Isarn sprach nur eine allgemein anerkannte Wahrheit aus, als er behauptete, dass kein Gläubiger zur Zeit der Katharer oder der Waldenser verführt werden könne, wenn er einen guten Seelsorger neben sich hätte. Nicht mehr wirst du dein Erbe erhöhen, wenn du einen guten Hirten hast, der im Widerspruch lauert. Das war die Aussage des Troubadour Isarn, der eben auch Inquisitor war. Die priesterfeindlichen Häresien waren gerichtet gegen die Missbräuche in Lehre und Praxis, welche die Priesterschaft erfunden hatte, um die Seelen der Menschen in Fesseln zu schlagen. Ein ihnen allen gemeinsamer Zug war die Erneuerung des donatistischen Satzes, dass die Sakramente durch schmutzige Hände beschmutzt werden und dass ein in der Todessünde lebender Christ unfähig sei, die Sakramente auch zu verwalten. Bei dem damaligen sittlichen Zustand der Geistlichen war dieser Satz gleichbedeutend mit der Aufhebung der Amtsbefugnisse fast des gesamten Klerus, und er konnte umso leichter als Angriffsmittel benutzt werden, als die Politik des Heiligen Stuhls sich bemühte, mit der Ehe auch das Konkubinat der Priester zu unterdrücken. Auf Anregung Antichristpapst Nikolaus II. Hatte im Jahre 1059 die Synode von Rom einen Kanon angenommen, der jedem verbot, der Messe eines Priesters beizuwohnen, von dem man wisse, dass er eine Konkubine oder eine Frau halte. Das hieße doch, die Herde auffordern, über den Hirten zu Gericht zu sitzen. Und obgleich dieser Kanon 15 Jahre lang ein toter Buchstabe blieb, so richtete er, als im Jahre 1074 von Antichristpapst Gregor VII. Erneuert und wieder in Kraft gesetzt wurde, ungeheure Verwirrung an, da keusche Priester seltene Ausnahmen waren. Der dadurch hervorgerufene Kampf war so heftig, dass im Jahre 1077 zu Cambrai die verheiratete oder im Konkubinate lebende Priesterschaft einen Unglücklichen tatsächlich auf dem Scheiterhaufen verbrannte, weil er mit Entschiedenheit die Rechtmäßigkeit der päpstlichen Reskripte behauptet hatte. Die Verordnungen Gregors wurden von Innozenz II. Zuerst auf den Konzil von Reims und im Jahre 1131 und dann später auf dem Laterankonzil vom Jahre 1139 wiederholt, und Gratian nahm all diese Verordnungen in das kanonische Recht auf, in dem sie sich heute noch befinden. Zwar wies Urban eifrig darauf hin, dass es sich hier nur um eine Frage der Disziplin handle und dass die Gültigkeit der Sakramente auch in den Händen der schlechtesten Männer ungeschwächt bleibe,
aber dem Volksgeist musste eine so spitzfindige Unterscheidung unverständlich bleiben. Und wenn auch ein gelehrter Theologe wie Gerhof von Reichersberg ruhig, ohne dadurch in seiner Rechtgläubigkeit beeinträchtigt zu werden, erklären durfte, dass er den Messen von Priestern, die im Konkubinate lebten, nicht mehr Beachtung schenke als denen ebenso vieler Heiden, so bot den weniger glaubensstarken Gemütern die Frage unlösbare Schwierigkeiten. Als Albero, ein Priester in Merkheim bei Köln, kurz darauf lehrte, dass die Konsekration der Hostie durch sündhafte Hände unvollkommen sei, musste er auf den Grund des einstimmigen Zeugnisses der Kirchenväter widerrufen. Er stellte darauf die andere Lehre auf, dass solche Sakramente zwar denen nützten, die sie empfingen, ohne von der Sündhaftigkeit des Zelebranten etwas zu wissen, dass sie dagegen nutzlos wären für die Toten und für die, welche die Sündhaftigkeit kennten. Das war aber gleichfalls heretisch. Zwar erbot sich nun Albero, die Richtigkeit seiner Lehre dadurch zu beweisen, dass er sich dem Gottesgerichte durchs Feuer unterziehen wolle. Aber das Anerbieten wurde verworfen mit der anscheinend ganz logischen Begründung, dass auf diese Weise die Zauberei einer falschen Lehre zum Siege verhelfen könne. Wir sprechen also jetzt über die Ungültigkeit der von unreinen Händen gespendeten Sakramente. Tja, wenn das wirklich eine römisch-katholische Lehre wäre, dann wäre kein einziges Sakrament jemals dazu in der Lage, auch nur das zu tun, was sie sagen, was es tun soll. Meine kleine Anmerkung hierzu. Die Frage plagte die Kirche weiter, bis Antichrist Papst Gregor IX. Im Jahr 1230 die Stellung seiner Vorgänger aufgab und es unternahm, sie durch eine autoritative Entscheidung zu lösen. Er erklärte nämlich, dass erstens jeder im Zustande der Todessünde befindliche Priester in dem, was er ihn selbst angehe, suspendiert sei, solange er nicht bereut habe und absolviert worden sei, dass aber zweitens seine Amtshandlungen gültig seien, weil er nicht suspendiert sei in dem, was andere angehe, sofern seine Sünde nicht infolge eines gerichtlichen Bekenntnisses oder Urteils allgemein bekannt oder so augenscheinlich sei, dass jedes Leugnen unmöglich wäre. Also wieder mal messen mit zweierlei Maß, wie es die römisch-katholische Kirche immer tut. Nur für die Kirche war es natürlich unmöglich zuzugeben, dass die Gültigkeit der Sakramente von der Würdigkeit des Spenders abhänge. Ja, wie gesagt, dann wären die Sakramente das Papier nicht wert, auf den sie geschrieben werden. Aber die angeführten feinen Unterscheidungen zeigen, wie sehr diese Frage die Gemüter der Gläubigen verwirrte und mit welcher Leichtigkeit die Ketzer sich überreden konnten, dass sich in den Händen schlechter Priester die Transsubstantiation nicht vollziehe. Die Transsubstantiation, ich muss es doch nicht nochmal in Erinnerung rufen. Der Priester sagt mit 5 lateinischen Worten, hoc est corpus enim meum, die er ausspricht, eine Formel, mit der er meint, Jesus Christus aus dem Himmel in dieses Brot hineinzubringen und dieses Brot, die Hostie, in der Transsubstantiation, das in der Monstranz herumgetragen wird, verwandelt sich in dem Augenblick, wo der Priester diesen Hokuspokus spricht, in Leib und Seele, Körper, Fleisch und Blut, Menschlichkeit und Göttlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Das ist Transsubstantiation. Ja? Also, nochmal, für die Leute, die es nicht gewohnt sind, dieses Wort zu hören, fangen wir den Sitz nochmal an. Für die Kirche war es natürlich unmöglich zuzugeben, dass die Gültigkeit der Sakramente von der Würdigkeit des Spenders abhänge. Aber die angeführten feinen Unterscheidungen zeigen, wie sehr diese Frage die Gemüter der Gläubigen verwirrte und mit welcher Leichtigkeit die Ketzer sich überreden konnten, dass sich in den Händen schlechter Priester die Transsubstantiation nicht vollziehe. In der Tat war es auch ohne die Anregung, welche die Gebote Gregors und Innozenz geben, für ein nachdenkliches und frommes Gemüt schwer, die gewaltigen Machtvollkommenheiten, welche die Kirche ihren Dienern übertrug, in dem zügellosen Lebenswandel, der so viele von ihnen entehrte, in Einklang zu bringen. Es war daher unvermeidlich, dass die von der orthodoxen Lehre abweichende Meinung ein sehr dauerhaftes Leben gewann.
Noch im Jahre 1396 wurde sie von Johann von Varennes vorgetragen, einem Priester aus dem Remois, der widerrufen musste, und im Jahre 1458 erklärte Alfons von Spina, dass diese Irrlehre den Waldensern, Wiklefiten und Hussiten gemeinsam sei. Nun, wer das jetzt nicht versteht, wer die Waldenser, Wiklefiten und Hussiten sind, eben zur Erklärung, die Waldenser sind das Volk, das in den Tälern der Alpen gelebt hat, in Südfrankreich, Vaudois, das ist das, wie nennt man das im Deutschen, Valley, das nennt man das Tal, das sind die Waldenser. Die Wiklefiten sind diejenigen, die Wycliffe gefolgt hatten, den Morgenstern der Reformation, und die Hussiten sind diejenigen, die Jan Hus gefolgt hatten, vor allen Dingen in Böhmen, Nur eben zu der, dazu mal eine kurze kleine Erklärung für diejenigen, die sich nicht ständig mit solchen Themen oder mit solchen Ausdrücken beschäftigen, dass wir wissen, worüber wir sprechen hier. Einige der frühesten priesterfeindlichen Ketzereien mögen hier erwähnt werden. Sie waren zwar örtlicher und vorübergehender Natur, bieten aber doch insofern Interesse, als sie zeigen, wie bereitwillig die Masse des niederen Volkes war, sich gegen die Kirche zu empören, und wie ansteckend die Begeisterung eines Führers wirkte, der die Kühnheit besaß, dem allgemeinen Gefühle der Unruhe und Unzufriedenheit seine Stimme zu leihen. Das ist ja nicht anders als heute. Das unzufriedene, niedere Volk wünscht sich dann jemanden, der hochkommt und der mal die Schnauze aufmacht und der ihm, diesem niederen Volk, seine Stimme verleiht. Bestes Beispiel dafür, wie dieses heutzutage immer noch wirkt, ist die sogenannte Revolution in der damaligen DDR mit den Montagsdemonstrationen, wo sie alle gerufen haben, wir sind das Volk, wir sind das Volk. Und die Leute glaubten wirklich, dass sie damit eine, wie man so schön im Englischen sagt, Grassroots-Bewegung hatten, also eine Bewegung von unten nach oben heraus, eine Revolution von unten nach oben. Das war genauso gesteuert wie alles andere. Ne? Leute laufen dann, dieses niedere Volk, wie der Autor das hier schreibt, laufen immer gerne dann den Leuten hinterher, die sich der Stimmung des Volkes bedienen und dann das Maul aufreißen und das dann lauthals verkünden. Und bleiben nie dabei bei dem Gedanken einmal stehen, dass eben diese Leute bezahlte Opposition wohl sein könnten. Aber lesen wir nochmal eben weiter auf Seite 70, bevor wir doch gleich zum Schluss kommen, weil wir die Stunde uns, den Zeitpunkt der Stunde uns nähern. Um das Jahr 1108 trat auf den Inseln von Seeland ein Prediger namens Tantchelm auf, dem Anscheine nach ein abtrünniger, spitzfindiger, im Disputieren, also diskutieren wohl auch, geschickter Mönch. Er lehrte, dass alle hierarchischen Würden vom Papste an bis zum einfachen Kleriker herab nichtig seien. Da muss ich gleich nochmal drauf eingehen. Er lehrte auch, dass die Eucharistie von unwürdigen Händen entehrt werde und dass die Zehnten nicht gezahlt zu werden brauchten. Das hört das Volk ja gerne. Ihr müsst keine Steuer mehr zahlen. Da sind sie sofort alle hinten dran. Aber er lehrte als erstes, dass die hierarchischen Würden vom Papste an bis zum einfachen Kleriker herab nichtig seien. Das ist das einzige Wahre, was ich diesen drei Aussagen, die wir gerade hier gelesen haben, entnehme. Nämlich, dass die hierarchischen Würden vom Papste bis zum einfachen Kleriker nichtig sind. Richtig, die sind nichtig. Warum? Ja, geht nochmal zu meiner Lesung von Luther 2017. Da habe ich ja deutlich genug erklärt, dass in der Bibel oft genug drinsteht, wir sind alle Brüder, wir sind alle Priester, wir sind im Grunde alles Päpste, wenn man so will, weil es keine Hierarchie gibt. Wir sind alles Brüder und Schwestern und über uns steht einer, das ist unser Herr, unser Hirte, Jesus Christus. Er steht über uns und wir sind alle gleich. Diese kirchliche Hierarchie, eben auch wie hier genannt, vom Papsten bis zum einfachen Kleriker, sei nichtig, wie der Tantchelm hier sagt, da gebe ich ihm vollkommen recht. Das ist nichtig, das ist nämlich biblisch, dass das nichtig ist. Das Volk lauschte eifrig seiner Predigt. Ja, natürlich, wenn auf einmal einer kommt,
Und der lehrt euch, dass die ganze kirchliche Hierarchie im Grunde nichtig ist und dass ihr keine Steuern mehr bezahlen müsst. Dem wird natürlich zugehört. Nachdem Tantchen ganz Flandern mit seiner Ketzerei erfüllt hatte, fand er in Antwerpen einen geeigneten Mittelpunkt für seinen Einfluss. Obwohl diese Stadt durch ihren Handel schon volkreich und wohlhabend geworden war, hatte sie doch nur einen einzigen Priester, und dieser war viel zu sehr mit seinen blutschänderischen Beziehungen zu einer nahen Verwandten beschäftigt, um große Neigung zur Erfüllung seiner Pflichten zu besitzen. Ein Volk, das in solchem Maße der rechtgläubigen Unterweisung entbehrte, musste leichte Beute des Versuchers werden. Tatsächlich folgte man auch Tantchen eifrig und verehrte ihn dann sogar so sehr, dass man sogar sein Badewasser verteilte und als Reliquie aufbewahrte. Das erinnert mich an diese modernen Leute, die diesen irgendwelchen VIPs, wie man das so schön nennt, immer folgen und nach dem Motto den Boden küssen, auf dem die geschritten waren. Mit Leichtigkeit brachte er einen Anhang von 3000 Menschen zusammen, indem er das Land beherrschte. Weder Herzog noch Bischof wagten es, ihm Widerstand zu leisten. Wenn von ihm erzählt wird, er habe gelehrt, dass er Gott und Jesu Christi gleich sei, er habe seine Vermählung mit der Jungfrau Maria gefeiert und dergleichen, so handelt es sich bei solchen Geschichten zweifellos um Erfindungen erschreckter Kleriker, die man ohne weiteres zurückweisen darf. Auch kann sich Tantchelm selbst gar nicht als Ketzer betrachtet haben, denn wir finden ihn mit einigen Anhängern auf einem Besuche in Rom, wohin er gegangen war, um eine Teilung des ausgedehnten Bistums Utrecht und die Zuweisung seines Teiles, desselben an das Bistum Teruan, zu erlangen. Als er auf seiner Rückkehr von Rom, also wenn einer da nach Rom geht, dann weiß man ja wohl, von wem er seinen Auftrag bekommt. Als er auf seiner Rückkehr von Rom im Jahre 1112 durch Köln kam, ließ der Erzbischof ihn mit seinen Begleitern in das Gefängnis werfen und berief im folgenden Jahre eine Synode, die über sie aburteilen sollte. Einige seiner Genossen reinigten sich durch das Gottesurteil der Wasserprobe, während des anderen gelang zu entkommen. Von diesen Letzteren wurden drei zu Bonn verbrannt. Sie hatten lieber den Tod erdulden, als ihrem Glauben preisgeben zu wollen. Tantchen selbst entkam nach Brügge. Hier hatte indessen der gegen ihn geschleuderte Bannfluch sein Ansehen vermindert, und der Klerus der Stadt erlangte ohne Schwierigkeit, dass er von dort vertrieben wurde. Antwerpen jedoch blieb ihm treu, und er setzte hier sein Missionswerk bis 1115 fort. In diesem Jahre schlug ihn, als er sich mit nur wenigen seiner Anhänger in einem Boote befand, ein zelotischer Priester aus lauter Frömmigkeit auf den Kopf und schickte seine Seele in die Hölle zu ihrem Herrn, dem Satan. Mit seinem Tode schwand übrigens die Wirkung seiner Lehre nicht, seine Ketzerei blühte vielmehr weiter. Vergebens gab der Bischof dem einzigen Priester von St. Michael in Antwerpen noch 12 Assistenten. Erst als im Jahre 1126 dem heiligen Norbert, dem eifrigen Asketen und Gründer des Prämonstratenserordens, mit seinen Anhängern die Obhut über die Stadt übertragen wurde und er es unternahm, sie mit seiner feurigen Beredsamkeit zu evangelisieren, konnte das Volk wieder zum Glauben zurückgeführt werden, zum Katholizismus. Der heilige Norbert baute neue Kirchen und besetzte sie mit ebenso eifrigen Schülern, wie er selbst war. Nun fügten sich auch die halsstarrigen Heretiker willig den Seelsorgern, die sowohl durch ihr Wort wie auch durch ihr Beispiel ihr Mitgefühl für das so lange vernachlässigte Volk bekundeten. Geweihte Hostien, die 15 Jahre lang in Spalten und Winkeln verborgen gelegen hatten, wurden durch fromme Seelen wieder hervorgeholt, und die Ketzerei verschwand, ohne eine Spur zu hinterlassen. Und hier möchte ich die Lesung von heute beenden, wo wir im zweiten Kapitel angefangen haben, auf Seite 61. Wir sind gekommen bis Seite 72, da werden wir nächstes Mal fortfahren. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, fürs Hören, fürs Zuschauen, fürs Kommentieren. Wünsche euch noch einen schönen weiteren Tag. Bis zum nächsten Mal. Möge Gott euch behüten.
beschützen, segnen und begleiten auf all euren Wegen. Jörg von Joggler 66, Stunde der Wahrheit, meldet sich ab und sagt Tschüss. Psalm 14:1.